Hey, wie geht's? Ich bin Matthias Blattmann und herzlich willkommen zu dem mega spontanen Video. Und zwar ist heute der 11.11.2020. Ich habe gefunden, wenn ich eine coole Idee habe, ist doch das ein cooles Datum, dass man das raushauen kann. Und ich werde dir zeigen, wie du so eine Social Media oder Werbebombe kannst platzen lassen. Wollen wir noch ein Licht machen? Machen wir noch ein Licht, hä? Bisschen besser, hä? Super! Es ist nämlich nicht einfach, heutzutage die Aufmerksamkeit von irgendwelchen Leuten zu erhaschen oder rüberzukommen. Und jetzt habe ich gefunden, komm, wenn ich eine spezielle Weihnachtsaktion plane, um Karten zu gestalten für andere. Ich muss ja nicht alle fotografieren, respektive Bilder, Familienbilder für alle machen. Ich habe gedacht, es gibt so viele Leute, die super schöne Bilder schon haben oder irgendeinen Schnappschuss, aber einfach keine Lust haben, um Weihnachtskarten zu machen. Also tue ich doch das für sie machen. Gestern Nacht ist mir das in den Sinn gekommen. Ich habe es nachher umgesetzt, habe es in meinen Online-Shop eingebaut. Und heute habe ich mir gesagt, weißt du was, am 11.11.2020, am 11.11. Und zwar überall auf Social Media, in den Stories, im Feed, einfach überall. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das alles innerhalb von 60 Sekunden poste. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nebenbei noch am Mittag kochen. Das hat nichts mit dem zu tun. Ich bin nämlich erst nachher schnell schauen, dass es nichts anbrennt, wie es einfach schmecken hat. Aber 60 Sekunden war leider unmöglich. Ich habe 4 Minuten gebraucht. Respektive, es hat am einen Ort bei MBVision nicht geklappt, weil das Foto als ein GIF abgespeichert wurde, respektive weil ich dort anstatt als PNG habe ich das als GIF abgespeichert oder abgeladen, respektive von Canva, wo ich das kreiert und gestaltet habe. Und das ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber gleich, 60 Sekunden, ich glaube, es wäre machbar. Auf LinkedIn zu posten, auf Facebook zu posten, auf Instagram zu posten und eben bei diesen drei Sachen überall noch in der Story zu posten. Aber es muss schon keibel schnell sein und eben, es darf nichts schief gehen. Respektive das Dateiformat müsste noch stimmen. Ich bin jetzt hier am Schauen, eben auf MBVision, auf Facebook muss ich das jetzt nochmal rein tun, respektive das Dateiformat anpassen. Also, darum, das kurz der Input. Ich gehe jetzt noch fertig kochen. Aber eben die Bombe ist eigentlich geplatzt. Was ich auch noch habe. Was natürlich nicht fehlen darf, und zwar ist das vor meinem Fotostudio. Das kommt nachher jetzt dann gerade in die Aufhängung rein. Das Plakat, das habe ich auch noch schnell ausgedruckt und bereit gemacht. Und was auch noch kommt, ist nachher im Coop und im Migros so die Kärtchen, die ich nachher aufhänge. Also eine mega Marketing-PR-Bombe. Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit dem spontanen Video und dem kurzen Input, dass du deine Werbung auch richtig kannst platzen lassen überall, egal ob on oder offline. Es würde mich freuen, wenn du neu bist auf dem Kanal. Ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Wenn du den willst abonnieren, drück Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich wünsche dir nur das Beste bei deiner Marketingbombe, bei deiner Social-Media-Bombe und das Platz zu lassen auf allen Kanälen und überall. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Look, I'm in charge. Ain't tryna flex. I'm a serious type of boy. Don't take a rest. I'm depressed. I'm bizarre. Thought you was pulling strings. Is that who you are? I'm in charge.